Für Dominik Distelberger ist Götz der erste richtige Belastungstest nach seinem im April erlittenen Bänderriss im rechten Knöchel. Ja, leider ist das im Training eben passiert und die Vorbereitung ist nicht optimal. Trotzdem glaube ich, hoffe ich das Beste und ich schaue, dass ich gut durch den Zehnkampf komme. Für die Europameisterschaft in Helsinki ist der Niederösterreicher dank seiner 7.840 Punkte aus dem Vorjahrsbewerb in Götzis bereits qualifiziert. Olympia in London ist derzeit kein Thema. Naja, ja, ich muss mal schauen, dass ich mal über 12 Meter Kugel stoße. Da jetzt in Götzis, das habe ich jetzt 2 Jahre hinterlang noch nicht geschafft. Aber ich glaube, das wird hinhauen und sonst ja, einfach schauen, was passiert. Ich habe wirklich eben keine Ahnung. Ich habe fast noch nichts im Wettkampf gemacht heuer. Also ich kann nicht wirklich was sagen, wo ich gerade stehe.